Hallo Fabi. Hi. Grüß dich. Ich habe mich entschieden, dich Fabi zu nennen. Ja. Ist das Ah cool? ja, okay. Ja. Also Fabi. Fabi, Fabi. Ah, Fabi. Machen wir Fa Machen wir Fabi. Fabi ist einfacher. Ja, genau. Ja. Cool. Fabi, mein Lieber, du hast es geschafft auf dem Kanal und du hattest mich angeschrieben am 5.2. Genau, ja. 5.2., jetzt haben wir den 23. März. Du bist leider einer der Streaming-Gäste, die ein bisschen warten musste. Ja, genau. Ich habe mir schon überlegt, soll ich es absagen, aber ich Oh, hab's doch. Ja. warum absagen? Oh, weil ich einen Rückfall hatte vor 4 Wochen. Da müssen wir doch extra drüber reden. Ja. Ja, das ist doch, also, nee, also das finde ich, also das ist kein Grund, den Stream abzusagen. Das ist ja eigentlich eher ein Grund, dass wir das endlich mal miteinander reden. Ja? Hallo. Genau. Okay, aber das ist ja gleich eine Steilvorlage. Der Rückfall, über den wir gleich reden werden, belastet dich. Genau, ja. Dann erzähl doch mal, was für eine Art Rückfall war das denn? Also bei mir ist das Problem Kokain, Alkohol und meistens auch Benzos, wenn welche da waren. Und ja, ich war ein halbes Jahr clean. Ah, wo soll ich am besten anfangen jetzt? Mit Wie du möchtest, du kannst ganz am den Anfang ganzen. anfangen. Du kannst mal erzählen, wie alt du bist, aus welchem Ah Bundesland ja. du vielleicht kommst, so mal so ein Genau. paar gucken, wer du eigentlich bist. Das wäre ja mal ganz hilfreich. Also ich bin 21 Jahre, ich komme aus der Pfalz und ja. Ja, was hast du für eine Schulbildung gemacht? Realschule. Realschule. Okay, hast du auch eine Ausbildung dran gehängt? Genau, ich habe angefangen mit Krankenpflege Okay. und das war nichts für mich, habe ich nach 3 Monaten abgebrochen. Ja. Und dann später habe ich auf dem Bau eine Ausbildung gemacht, habe es durchgezogen und jetzt bin ich ausgelernt. Ja. Aber gehst nicht arbeiten. Doch. Doch. Also Ja. das läuft alles. Ja, aber leider 12 Stunden am Dach. 12 Stunden am Tag. Ja. Also das heißt, du bist arbeitstechnisch brutal eingespannt. Genau. Auch körperlich. Ja. Also es ist ein anstrengender Job. Genau, Auf ja, dem kann Bau. man sagen. Okay. Aber macht Spaß mit guten Kollegen. Na, Ja. wenigstens was. Das ist doch okay. Ja. Ja? Ja. Das ist die Hauptsache, denke ich. Ich sag mal, Weil. ein Job kann echt scheiße sein, aber wenn die Kollegen okay sind, ist es erträglich. Genau, ja. Weil in der vorigen Firma, da hat es richtig mit meinem Konsum angefangen, weil ich dort gemobbt wurde, weil ich nicht so viel konnte. Kleine Firma, 5 Leute, alle waren gegen mich. Oh, da lassen, können wir uns gleich drüber reden, das finde ich gut. Ja. Also dann jedes Wochenende einfach nur von Montag bis Freitag ausgehalten und einfach sich nur noch aufs Wochenende gefreut, um zu konsumieren. Eine Flucht. Genau. Und dann Montag geht's wieder los. Montag geht's wieder los und das Leben zieht dann einem vorüber, die Wochen ziehen dann einem Genau. vorüber und du denkst dir, Scheiße, das soll mein Leben sein. Genau. Das ist kein Leben, sowas. Na gut, dann lass uns doch mal anfangen bei deiner Konsumkarriere. Wie fing denn Genau. was alles an? Bei mir fing alles mit 12 an. Mit 12, Das, okay. genau. Ich bin aus dem Dorf. Da kennt man sich so, jeder jeden. Und wir waren auf der Suche nach Gras. Und da wurden wir auf gut Deutsch abgezogen immer, haben irgendwie Oregano bekommen. Wir hatten noch nicht mal Zigaretten geraucht. Und dann war das der Nikotinflash, der uns high gemacht hat. Und wir haben dann immer wieder gekauft und haben gedacht, das wäre das Gras, was nur so 20 Sekunden geht. Warte mal, was habt ihr gekauft? Was Oregano. ist denn das? Oregano. Oregano, genau, Wieso Oregano, sagst du sorry. Oregano dazu? Ich weiß nicht, wie man das Ach so, ausspricht. okay, Wir haben weil das ist Oregano genannt. okay. Sehr schön. Oregano klingt natürlich viel eleganter, ja. Ja, Hallo, ihr habt halt Oregano geraucht. Nee, aber okay. ja. Kann man sich schöner reden. Ja, genau. Oregano ist ja ein Gewürz. Genau. So, und ihr habt, das ist ja schon eine super Story, wie du da anfängst. Das heißt, ihr seid in den Laden gegangen und habt euch Nee. nee, okay. Nein, nein, nein. Nein, natürlich nicht. Das wurde uns verkauft. Auf der Straße. Ach, Moment, Von stopp. dem Dealer. Da warst du 12. Genau. Du hast also mit 12 von einem Dealer, in Anführungsstrichen, Oregano gekauft und dachtest, das wäre Weed. Genau, er hat's als Weed verkauft. Das ist aber auch ganz schön abgebrüht, der Typ, oder? Genau, ja. Was war denn das für ein Dude? Ich habe ihn letztens auch gesehen.
Also der ist komplett abgestürzt. Ja. Spielsüchtig, kokainsüchtig, Ja. alles. Also wirklich. Ganz unten. Und ganz, ganz unten, ja. Und ja, aber jetzt kommt's, ne? Wir waren, das muss man sich vorstellen, ich 12 und mein Kollege damals 11. Ja. Dann hat er uns mal erst gesagt, hier, probier mal das. 4 Krümel braucht ihr nur. Hat er uns 4 Krümel dann verkauft für, sagen wir mal, 5 Euro. Vier Krümel Und Oregano. nee, das Das war war Weed. Spice. Okay. Spice, Spice. Spice. Okay, ja. Genau, ich weiß noch, Jamaica Gold Super Extreme. Jamaica Gold Super Extreme. Warte, google ich gleich. Genau. Erzähl weiter. Ja. Ja. Und bist du gut, oder soll ich weiter erzählen? Weiter, weiter, erzähl weiter. Erzähl Ah, weiter. genau. Und dann er hat gesagt, pass auf damit. Das haben wir Ja. zu dritt geraucht in so einem kleinen Zigarettenpäppchen. Das sind so Leute drauf, die tanzen. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, genau, Ja? orange Genau, und orange. schwarz. Ja, ich Ja, hab's gerade genau. gefunden. Okay. Alright, weiter, ja? Und da habe ich erst Tabak reingemacht und das hätte ich vermischen sollen. Ich habe die einfach, weil es ein Bus war, habe ich das einfach reingehauen und zugemacht, ne? Hm. Und wahrscheinlich waren diese 4, 5 Krübel an einer Stelle. Das haben wir dann zu dritt geraucht. Und bei meinen Kollegen war nichts. Die haben nichts gemerkt. Ich bin gleich nach dem Joint zu Boden gegangen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Also meine Sicht, man guckt geradeaus. Man kennt es wie von Ecstasy, diese Ping-Pong-Bälle, ne? Ja. Wo die Augen so ganz schnell nach links und rechts flattern. Furchtbar. Ja. Ja. Nee, auf Ecstasy ist es schön. Aber dort Okay. war die Sicht ganz seit links, rechts, der Hals, die Halswände haben sich angefühlt, als würden die zusammenkleben. Egal wie viel Wasser man getrunken hat, das war so furztrocken, man hat gedacht, man trocknet aus. Ich war blass, komplett die Augen lila, wie so ein richtiger Zombie. Ich habe gedacht, ich sterbe. Dann habe ich meine Mutter angerufen und habe keinen Ton rausbekommen, zum Glück, wenn die das erfahren hätte. Mit 12 Jahren. Mit 12 Jahren, ja. Und es war mitten im Park. Und ich habe ganze Zeit gebetet, bitte kommt jetzt ein Krankenwagen. Und meine Freunde haben gedacht damals, ich würde simulieren, also Spaß machen. Weil die sich sowas gar nicht vorstellen konnten, dass man da so Genau, abgehen kann auf genau. so einem Zeug. Und für dich war Wir das ja hatten. auch eine völlig neue Erfahrung. Genau. Die erste Erfahrung mit dem Rausch. Wir hatten ja Ja. keinen Alkohol noch, kein Gras gehabt. Das war die erste Rauscherfahrung. Ja. Und die schlimmste. Okay, ja. Ja. Und das hat euch der Typ verkauft gehabt. Genau, Das war also ja. die Vorstufe vom Oregano. Ja. Da habt, okay. Bleibt bei der Story. Ist eine super Geschichte. Finde ich schon mal geil. Erzähl weiter. Ja, und das Ding ist, der war 16, der Typ, genau. Ah, okay. Wenn ich mir vorstellen würde, mit 16 Jahren, dass ich an 12- und 11-Jährigen sowas, so eine Teufelsdroge verkaufen würde, oh je. Also, Da musst du schon ziemlich lost sein. ja, dass man diese paar Euro nötig hat, also wirklich, das waren immer nur 5 oder 10 Euro, unser letztes Taschengeld auf gut Deutsch, ja. Ah. Ja, okay, dann ging es weiter, dann bin ich auf die Realschule gekommen, ich war erst im Gymnasium, da gab es sowas nicht, also da hat man schon einen Verweis bekommen, wenn man eine Zigarette aus dem Schu vorm Schu vorm an der Bushaltestelle vor der Schule geraucht hat, und ja. Auf der Realschule war alles anders, da haben wir im Klo geraucht und alles. Und da hat man sich halt mal kennengelernt, so einen richtigen Dealer. Und da gab es auch echtes Gras. Und das war eine richtig geile Erfahrung. Hast du jetzt die Oregano-Story übersprungen? Ja, da gab es nicht mehr viel zu sagen über das. Na, warte mal, aber also ihr habt erst Spice von dem Typen gekriegt und dann hat er Genau. euch irgendwann Oregano Nee, angeboten. das Oregano war davor. War vor Danach dem das Spice. Spice. Ja. Oregano. Oder Oregano, Oregano. Genau. Also Oregano war vor dem Spice. Okay. genau. Okay. Gut. Und dann. Und warte mal. Und das Oregano, habt ihr euch eingebildet, das knallt? Das war nur der Tabak. Das war Nikotinflash. Genau, der Ja, Nikotinflash. okay. Der war richtig geil. Okay, super. Kennst du es noch? Du bist ja auch Raucher, ne? Gewesen, ja. Ja. Also jetzt dampfe ich halt nur noch, ja. Ja. Also die erste Zigarette. Ja, na klar, also ich sag mal so, wenn ich jetzt auf War einem das Glück? Konzert bin, ja, und habe da Ja. so mal 3, 4 Bier getrunken, was ja völlig legitim ist, und ich habe da auch mal Bock auf eine Zigarette, das passiert ja dann schon mal. Ja. Also
Boah, dann, das ist halt, da merkst du erst mal, was du dir früher so reingeballert hast, dann Kippen. Das ist ja, du hast, kriegst ja Nikotinschock, dir wird Ja, schwindlig. hallo. Ja, und ja, ist krass. Und wenn man sich überlegt, dass man da früher, wenn man ein bisschen einen über den Durst getrunken hat oder voll auf dem Meth in irgendeiner Ecke gelegen hat, da am Tag 40 Kippen reingeballert hat, Boah. krank. Eklig, das, boah. Ja, aber das kennst du doch Könnte beim sicherlich auch, oder? Ich rauche nur auf Arbeit und Ja. privat eigentlich nicht. Okay. Wegen Stress und alles. Ja. Ja. Na gut, okay, mein Lieber. Weiter. Also vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt, sicherlich leistungsbedingt. Ja. Und dann habe ich halt normales, echtes Gras bekommen. Genau. Und ja, das war schön. Hatte ich abgeholt. Genau. Dann hat es angefangen mit allem. Nur noch getroffen zum Kiffen. Ja, eigentlich nur gekifft. Immer mit den Fre Vorher haben wir nüchtern immer was gemacht und dann nur noch gekifft. Das war dann Kenne mit ich, 14. ja. Also Hat es dann angefangen. man kann sich irgendwann gar nicht mehr vorstellen, dass man clean mal einen Film geguckt hat. Ja, genau. Ja? Ja, boah, das ist geil gewesen. Immer eine Komödie. Hangover oder so. Hangover, ja. Wir haben früher Dumm und Dümmer übelst gefeiert. Ah, kenne ich auch, Ja, Jim ja. Carrey, also diese ersten Filme mit denen, die sind so. Oder Cable Guy haben wir auch oft geschaut. Ja, und nun, die hatten wir ja auch oft schon auf dem Kanal, die ganzen Gangsterfilme hier, Blood in, Blood Out und ja. Menace to Society und so weiter und so fort. Na gut, okay. Also bist du voll in der Kifferhut angekommen. Genau. Und wie Ja, lief's die. mit der Schule? Bitte? Wie lief's mit der Schule? Immer gut. Also, Hast du so gemacht? Gymnasium war schwer, immer Fünfen und alles. Und dann Realschule. Also, das war ein Witz. Das ja, musste man nichts lernen. Ja. Okay. Aber war halt eine richtige Assi-Schule. Also. Bereust du es, dass du heute auf diese Schule gekommen bist? Ja, Ja. ja, ja. Hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Also Ja. mein vorheriges Leben. Also jetzt ist alles gut, aber die Ja. ganze Zeit, das hat nur durch die Schule angefangen, Hättest die du Leute. das Gymnasium geschafft, wenn du dich ein bisschen mehr reingekniet hättest? Nee. Nee. Ich hätte eh kein Abi gemacht. Das ist nichts für mich. Okay. Ich wollte immer den schnellen Weg gehen, ans Geld verdienen. Das Abi-Studium. Wäre nicht dein Lebensweg gewesen. Genau. Ich So. rede es nicht schlecht für die Leute, die sonst Nee, machen. ich finde es Ja. super, nee, du Buddy, ich finde es super, wenn man weiß, was man will. Weißt du Ja, wie? Also ist genau. es völlig legitim für mich zu sagen, ich habe keinen Bock auf Abi, sondern will eigentlich einen Realschulabschluss, Ausbildung und Geld verdienen. Das ist völlig legitim. Ja. Aber ich kenne auch welche, die studieren und wissen immer noch nicht, was sie machen wollen. Ja, deshalb studieren sie ja. Ja. Weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ich meine, das Ja. war bei mir ganz genauso. Ja. Ja, da muss man halt Praktikas machen in Ausbildungsberufen, wenn man oder sich mehr informieren. So. Ich meine, Über könnte ich heute 20, 30 Jahre zurückziehen, würde ich vieles anders machen. Ja? Zum ja. Beispiel, guck mal, Work and Travel, dieses Auslandsjahr, was man machen kann in Kenne ich. Australien, Neuseeland oder Kanada. Ey Mann, das hätte ich mit Anfang 20 mal durchgezogen. Ja. Weißt du, Soll geil sein. da wärst du zurückgekommen, hättest fließend Englisch gesprochen, hättest die Welt gesehen und wärst Genau. doch mal weg von deinem ganzen Scheiß gewesen, indem man hier so rumgammelt, Ja. ja, der einen nicht weiterbringt und könntest du ja machen, steht dir ja offen. Ja. Aber das sind wir noch nicht. Wir wollen das mal weiter erzählen. Ja, und dann so genau mit 15 hat es dann angefangen mit Alkohol. Meine erste Alkoholerfahrung, ich weiß noch, das war eine Flasche Sekt. Nur eine Flasche, nee, eine halbe Flasche Sekt war das genau. Und jetzt so reingeknallt, ich war der glücklichste Mensch der Welt. Okay. Und es hat mich direkt abgeholt. Alkohol an sich. Ja. Es ging direkt eine Woche später, ein Wochenende wieder getrunken und dann jeden Tag. Jeden Tag. Dank Genau. dir, Augustus. Erzähl mal, also das war noch in der Schule, das war Schulzeit, ich nehme an, 9., 10. Klasse. 15, 8. Klasse, 8. 8. Klasse. Klasse, ja. Und da warst du dann beim täglichen Alkoholkonsum angekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind diese. Wir hatten ja, was hatte ich im Monat? 40 € Taschengeld oder sowas. Und da kann man sich halt nicht so eine Gorbatschow für 9 € leisten. Wir haben immer so ein 6er Schlossbier geholt aus dem Netto, das weiß ich noch. Die 29 Cent, die ganz billigen Plastikflaschen da. Ja, Die gingen ja, jeden ja, Tag. ja. Und Genau, ja. es gab auch mal diese 5,0, diese Büchsen, kennst du die?
Ja, Die sind ja. auch. Aber 5,0 ist teuer. Das war noch zu teuer für Ja, uns. wir haben früher immer Oettinger getrunken. Kenne ich, Ist auch so ist ein auch. Billigbier. Ja, kann ich nicht genüsslich Nee, trinken. nee, genüsslich geht das nicht, ja. Okay. Ja, vielleicht nach dem dritten Bier, dritten Sag Bier mir mal ein dann. bisschen was zu deinem familiären Umfeld. Sind Mutti und Vati noch zusammen oder Trennungskind? Ja, Ja. die sind noch zusammen. Bist du ein Die hatten Einzelkind? auch letztens silberne Hochzeit Ah, okay. gehabt. Bist du ein Einzelkind? Nee, ich habe eine Schwester. Okay, und du würdest das familiäre Verhältnis eigentlich als stabil bezeichnen. Ja, kann man sagen, ja. Also du kennst ja den Kanal hier, wir haben ja schon ganz andere Geschichten hier gehört, so von Familie und Kindheit würdest du sagen, war Standard. Ah, es geht. Also Es meine geht. Eltern sind selbstständig Ja. und ich war als Kind sehr Allein. viel mit meiner Schwester allein, genau. Ja. Die Eltern waren halt nicht da. Mussten viel arbeiten. Also es ist ein gutes Elternhaus gewesen. Es hat an nichts gemangelt, nur ja, die waren halt fast immer weg. Ist deine Schwester älter als du? Ja, Hat die die sich um ist dich 24. gekümmert ein bisschen dann so? Ja, oft gestritten, aber ja, wir sind ziemlich gut noch Okay. miteinander. Ja. Okay. Okay, und der Alkohol hat dich ziemlich getriggert und abgeholt dann Ja, in der 10. genau. Klasse. Okay. Wie ging es denn Ja. weiter? Wie lief das ab? Hast du dann, ja, wo hast du die Kohle dann hergekriegt? Ach, also wie gesagt, die Bier, die waren ja nicht teuer und mal ein bisschen Kleingeld oder so von den Eltern geklaut. Wenn die auf der Waschmaschine lagen, wenn sie die Hosen gewaschen Ja, haben, das ganze Kleingeld da rausgeholt haben. ja. Ja. Ja, ist scheiße. Sowas. Ja, Ja. ist jetzt aber auch keine Katastrophe. Jo, Ja, also ja. da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Also das ist noch okay, finde ich. Ja. Okay, weiter, weiter. Wann kam die Steigerung? Genau. Ja, dann bin ich mit 16 ausgezogen schon, wegen einem Ausbildungsberuf, der war ein bisschen weiter weg. Diese Krankenpflegergeschichte. Genau, ja. Und ja, dann war ich auf der Suche nach Freunden. Und Also auch in eine andere Stadt gezogen. genau, niemanden Okay, gekannt. also mit 16, noch ziemlich jung, Ja. Wechsel des kompletten sozialen Umfeldes kann hart Ja. werden. Und das alleine leben, also das kann ich keinem empfehlen. In so jungen Jahren allein zu leben. Ja, genau. Vor allem, wenn man anfällig ist für Substanzen, ja, wo die Eltern gar nicht mehr auf einen gucken können. Und du eigentlich machen kannst, was du willst. Genau, ja. Das war dein War immer kleiner. mein Traum davor, ja. Oh, das war dein kleiner Untergang. Ja, auch. Ja, das ging nicht lang. Das ging nicht lang. Der Untergang hat mich da wieder zurückgeholt zu meinen Eltern. Dann geht doch mal in die Zeit rein. Wie lief das? Was ging da so los? Genau, ich war auf der Suche nach Freunden und bin in den Park und habe mir welche gesucht, die gerade einen Joint rauchen. Und das war der Fehler. Dass man mit denen einen raucht, so, das ist besser als leichter als irgendjemanden Fremden anzusprechen. Ja, aber du warst So. doch bestimmt in einer Ausbildungsklasse. Ja, Und da hat dich keiner abgeholt. das waren nur Frauen. Ja und? Das ist doch toll. Als 16-Jähriger nur in einer Frauenklasse? Die waren alle älter, Die waren alle also älter. die waren eingebildet und alles. Oh, Stino. ich hatte mit denen nichts zu reden. Okay. Hat nicht gematcht. Ja, nee. Okay. Ja. Ja, und dann habe ich mich mit denen angefreundet und die waren auch auf chemischen Substanzen. Da waren auch welche, die waren 15 und 14. Die haben sich auch Crystal irgendwie auf einem Löffel aufgekocht, so ein 14-Jähriger. Also, Waren schon ganz schön gut dabei. ja, ajo, jeden Tag Ja. Teile und alles. Ja. Ja, Und keine Straft. du wolltest nur ein paar Freunde finden. Ja, Und genau. hast da bis auf 14-Jährige getroffen, die sich Panzerschokolade auf dem Löffel aufkochen. Es waren nicht nur 14-Jährige, es waren 16, 15, 14, Ja, so okay, geschenkt. gemischt halt. Also sehr junge Leute, Ja. ja. Okay. Auf jeden Fall, ja, das war alles sehr, sehr traurig. Ich hab da immer Respekt noch vorgehabt. Ich bin beim Alkohol geblieben. Die wollten es mir immer andrehen, aber ich habe gesagt, nein. Die wollten dir Christel andrehen. Ja. Du kommst aus Rheinland-Pfalz. Ja. Da ist Christel anscheinend jetzt auch ein Thema.
Nee, Nee. absolut nicht. Das war dort, das war irgendwie so eine Ausnahme oder so vom Darknet oder so bestellt Ach bei so, denen. okay. Weil das wundert mich ein bisschen, ne? Weil das ist eigentlich untypisch. Wir sind mit Kokain komplett überschwemmt. Ja. Also, Ja, das weiß ich. Also Westen ist eigentlich so Koksland, ja. Und Osten eigentlich noch voll Meth verseucht. Ist gut, das ist gut. Sonst wäre ich wahrscheinlich drauf kleben geblieben auf dem Meth. Soll ja noch schlimmer sein, oder? Ist der Endgegner, würde ich sagen, Ich habe nämlich alle Videos geguckt von dir. ja. Okay, cool. Du bist ja auch ein stiller Zuhörer, hast du ja geschrieben, ja. Also, können wir ja kurz mal sagen, was ich ja echt sweet fand, was du geschrieben hast. Es gibt keine Nacht, die ich ohne eine Folge von dir anzuhören Genau. schlafen gehe. Das ist ja geil. Ja, also das habe ich aber schon oft gehört, das unterschätzt man ein bisschen auch, ja. Also, was meine Stimme Ja, dieses. für viele Leute für eine Wirkung hat. Ja. Also es ist mir mal so bewusst geworden, weil es ging letztens auch um Stimme hier auf dem Kanal. Übrigens, weil mich da auch jemand erkannt hatte an meiner Stimme. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Auf dem Flohmarkt hat mich einer an meiner Stimme erkannt. Ja, habe ich auch gehört. Ja, genau. Und da ist mir so bewusst geworden, wisst ihr manchmal, wie du jetzt. Zum Einschlafen hast du vielleicht Headset auf die Kopfhörer, hörst so einen Truck Talk von Leben, Lieben, Leiden und es ist meine Stimme, die dich beim Ja. Einschlafen begleitet. Genau. Wie intim ist das? Das ist doch Das irre. ist krass. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Irre. Ja, also wow, finde ich gut, finde ich gut, ja. Gibt's ja Okay. auch keinen anderen Podcast. Du bist nur Leben, Lieben, Leiden Fan. Genau. Ich habe, also ich finde, du hast, also ich habe verschiedene Podcasts mit Drug Talk versucht anzuhören. Ich finde keinen, der besser ist. Du findest hier, das ist einfach das Beste, was es gibt. Hier wird richtig offen geredet. Ja. Das, ich finde es auch krass mit dem Chemsex. Ja. Das hat mich total fasziniert. Ja, du, das ist ja der Punkt. Der Kanal ist ja für die Themen, wenn man sich überlegt, was manchmal hier für Stories getroppt werden, ja, ist der Kanal noch sehr klein. Sehr klein. Ich muss nur kurz mal Augustus Danke sagen. Augustus, dank dir für deinen Support. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Themen einfach zu krass sind. Und die werden dadurch vom Algorithmus auch runtergerechnet. Weißt du? Weil die hier, wenn die hier, ich meine, die legendären Chemsex-Dinger, ich habe mir Skat in dahin gespritzt und. Das war mein erstes Video, das war mein Echt? allererstes Video. Ich bin durch meine Ex-Freundin drauf aufmerksam geworden. Die hat mir gesagt, das musst du dir anschauen. Und nach dem Video jeden Tag eine Folge. Okay, wow, das ist auch mal schön, dass wir sowas besprechen. Deine Ex-Freundin hat dich auf diesen Kanal aufmerksam gemacht. Ja, genau. Warum Vor seid ihr ein. nicht mehr zusammen? Das war, ja, Drogen waren das Hauptproblem. Das Kiffen und alles. Von dir. Von mir und von ihr. Wir haben beide und jetzt ein bisschen übertrieben und gegen Ende, das war, wo ich mit allem aufhören wollte. Aber die wollten nicht den Weg mit mir gehen. Da bin ich den Weg alleine gegangen. Okay, gut, da kommen wir noch hin. Okay, gut. Gut, dass wir mal so einen Vorblick gemacht haben. Ja. Alright. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben, chronologisch? Das war, okay, es waren die 14-jährigen Kids im Park, die sich Crystal kochen. Ja, genau. Okay. Hört sich lustig an. Es ist Leben. Das sind halt die Die Fakten. 14-Jährigen, die sich Crystal aufkochen. Deine Kumpels. Deine Naja, Kumpels. das kann man nicht Kumpels Ich nennen. weiß doch, du warst auf der Suche nach Kumpels. Na gut, aber diese Phase war ja letztendlich ein kurzes Intermezzo, weil du bist ja, glaube ich, nach einem Monat schon gegangen dann. 4 Monate Vier waren's. Monate. Ha. Und die Zeit war einsam, die Zeit war dunkel, die Zeit war nicht gut. Dann bin ich wieder zurück zu meinen Eltern, zu Ja. meinen alten Freunden. Aber Moment mal, Alles bei war ja dieser schon. Phase mit diesen Kids im Park, bist du nur beim Alk geblieben? Nur beim Alk, gerade eine Nase probiert, aber also ich weiß nicht, was sie da hatten. Das war so, das hat von nach Waschmittel und irgendwas. Das Das weiß ich nicht, was das war. war jetzt nicht Origan, nee, Origan, nee, wie haben wir es genannt vorhin? Oregano in Pulverform Das nach war halt dem kein Wein. Oregano, sondern das war halt jetzt Master Proper. Genau. Okay. Gut, also wieder zurück nach Hause. Natürlich auch irgendwo desillusioniert, ein bisschen frustriert, nehme ich an. Bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auch etwas desillusioniert und frustriert, nehme ich an.
Desillusioniert. Das Wort kenne ich noch nicht. Oh, okay. Desillusioniert heißt, dass du halt nach Hause kommst und keinen Plan hast, wie es weitergeht. Ja, genau. Ja, Arbeitslos okay. gewesen. Ja, Ja. das war, da gab es viel Krach. Ja. Deine Eltern waren jetzt Aber auch ich nicht habe. begeistert. Nee. Ja, dann habe ich einfach eine neue Ausbildung gesucht, Praktika gemacht, die gefunden und bin dabei geblieben. Ja. Okay. Und ja, dann bin ich mit 18 ausgezogen und wieder zum zweiten Mal ausgezogen und dann ging es noch schlimmer bergab. Also wieder in die zweite eigene Wohnung. Ja, genau. Und das war dann nicht Aber so schön, diesmal ja. in meinem Ort. Ja. Wo du auch dein soziales Umfeld hattest. Das Genau, ist der genau, genau. Unterschied. Ja. Okay. Jetzt konntest du endlich Gas geben, so wie du es wolltest, mit deinen Ja. alten Buddies und jeden Tag Abriss machen. Ja. Und das hast du auch gemacht. Nicht jeden Tag, immer Wochenende. Ich Ja. bin, unter der Woche hatte ich nie Probleme, außer mit dem Kiffen natürlich, jeden Tag Kiff. Entschuldigung, und ja, immer am Wochenende halt. Das ganze Wochenende. Genau, aber wir waren ja erst beim Alk stehen geblieben. Wann kamen denn die neuen Substanzen in dein Leben? Mit 18. Das erste In dieser Mal neuen Ecstasy. alten, in dieser neuen Wohnung. Ja. Okay. Das hat mich total umgehauen. Ecstasy. Ja. Okay. Das war mein schönster Trip auch, genau. Ja. Das weiß ich noch so. Hellgrüne Maseratis, 200. Warte, warte, suche ich gleich. 80 Minuten. Ja, komm, hol uns mal ab. Nimm uns mal mit. Wie war's denn? Wow, also wir haben uns erst ein Viertelteil geschmissen und wir haben getanzt, alles so wie man es macht. Man ist glücklich, tanzt, hört zur In Musik, der Wohnung war, in redet. der Wohnung bei dir. Ja, genau, mit meinem besten Bro. Warte, waren das die Maseratis, wo draufsteht 300 Milligramm? Ja, genau. Aber die hatten 280. Die waren Labor getestet. Anyway, ich blende mal ein. Also das heißt, eine richtig schöne klassische Homeparty gemacht, zwei Pillen geschmissen und dann richtig abgegangen in der Wohnung zum Beat. Ja, also jeder hat eine Pille gehabt. Ja. Und ja, dann haben wir noch ein Viertel nachgeschmissen. Dann waren wir auf dem Halben. Und dann haben wir miteinander rumgeschmust. Oh, sehr schön. Ah, hat euch Ja. voll weggedrückt. Ja. Ja. Also, oh Gott. Aber zum Glück konnte man sich am nächsten Tag noch in die Augen schauen. Ja, da möchte ich gerne mal stehen bleiben. Das ist ja wirklich eine der besten Beschreibungen, wie Ecstasy wirkt. Ja, genau. Wenn Ecstasy richtig gut wirkt, schmust du halt dann mit deinem Freund auf dem Sofa. Genau. Und es ist geil und es ist schön und es ist absolut Ja. okay. Alles fühlt sich geil an, der Ja. Tastsinn. Ja, man spürt die Liebe halt Ja, ja, richtig ja, ja. in, ja, Ja. das ist auch ein bisschen gruselig. Ja, es ist halt nicht die Realität. Ja. Das ist ja Ja. das Problem. Ja, aber okay. Deswegen kann ich das, deswegen sollten sowas junge Heranwachsende niemals probieren, weil die würden auf sowas nicht klarkommen. Du, Also. ich sag mal, das ist ja noch gut gegangen bei dir. Ich meine, Ja. nicht umsonst, wenn wir jetzt über GBL, Liquid Ecstasy reden und auch Ja. Ecstasy allgemein, es ist die Rape-Drug schlechthin. Ja, du kannst damit das Bewusstsein von jungen Mädels absolut beeinflussen, dass es Ja. dann zum Schluss bei der Gerichtsverhandlung dann auf einvernehmlichen Sex hinausläuft Genau. und die sind aber komplett durch und wissen Ja. eigentlich überhaupt nicht mehr, was sie machen. Ja. Ja, genau. Ah, das ich finde sowas, das zählt schon als Vergewaltigung. Das meine ich doch, Rape Truck, das Ja. ist eine Vergewaltigungsgeschichte. Ah, Das ist okay. eine Rape Truck, genau. Ah, das ist Rape Drug. Hör ich zum ersten Mal. Nee, ich meine, gerade müssen wir erstmal kurz stehen bleiben. Also Ja. gerade, wenn wir über GBL reden, ja, sagt er ja auch was. Liquid Ecstasy. Das Ja. ist dieser Felgenreiniger. Genau. Das ist ja wirklich geschmacksneutral, ja, geruchsneutral und das wird wirklich in Regelmäßigkeiten bei Mädels im Club mit einer Pipette in diese Gläser Genau. gemacht. Die trinken das, werden ohnmächtig, werden dann vergewaltigt. Das wäre jetzt, sage ich mal, so die harte Geschichte. Komm mal aber jetzt mal zurück zum richtigen Ecstasy, weil du das gerade so erwähntest. Du musst ja nur so einem minderjährigen Mädchen sowas unterjubeln,
so bequatschen, weißt du, wie das, du weißt ja, wie es läuft, Ja. ja. Und dann ist die so von ihrem Bewusstsein her verfälscht und verändert, dass sie ja gar nicht mehr nachvollziehen kann, worauf sie sich jetzt einlässt. Ja. Ja, und das geht in eine Form von sexuellem Missbrauch, absolut. Ja. Ja. Ich war ja damals immer auf Raves unterwegs und alles. Und Ja. da kenne ich einen, der ist 24 Jahre und der genau das, was du gerade gesagt hast, das gibt der Ja, 13-Jährigen, genau. 12-Jährigen Ja. Ecstasy und hat mir den Spaß. Er hat seinen Spaß mit denen. Ja, genau. Also, ja, genau, er hat seinen Spaß mit denen. Aber die wollen das auch. Also die nehmen das öfter. Das ist die Szene bei uns. Das fängt schon Ja, mit die 12, wollen das 13 an. auch. Ja, aber jetzt mal vom Strafrecht her gesehen sind das Minderjährige, das ist ein Genau. Schutzbefohlener. Nee, ich finde, der soll direkt in den Knast Ja, oder klar. Todesstrafe oder Ja, sowas. ich finde eigentlich, ich finde das eine Schande, dass eine Ja. Szene sowas deckt. Ja. Weil das ist ja der Punkt. Eigentlich müssten ja, nicht du jetzt persönlich, aber wenn das schon so bekannt ist, müsste man ja auch mal sagen, also dem Typen muss man halt das Handwerk legen. Ja, Weißt du? sehe ich auch so. Ja, also das ist ganz wichtig, das finde ich gerade super, dass wir da kurz mal stehen bleiben, dass sexueller Missbrauch eben nicht mit einer vollendeten Vergewaltigung anfängt, sondern viel, viel früher. Ja. Okay, wow. Also gut, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift vom Schmusen und Küssen auf dem Sofa mit dem Kumpel. Aber wichtig. Gut, und du hast gesagt, ja, und das ist ja oft so, es war der geilste Trip. Die Ja. danach, es war nie wieder so schön. Doch. Doch, okay. Manche, ja, manche. Das Ding ist halt, Teile, die bestehen immer aus verschiedenen Substanzen. Das ist niemals, das merkt man an reinem MDMA, dass das reinem MDMA hast du immer die Liebe, auch bei Ecstasy. Aber da gibt es auch Teile, die dich einfach nur so druff machen, ohne dass du nur den Laberflash und glücklich bist, aber nicht diese Liebe verspürst. So. Da ist mehr Pep drin, da ist mehr Amphetamin drin, würde ich sagen. Ja, genau. Wo man auch die ganze Nacht nicht schlafen kann, Genau. was man Ja, eigentlich nicht kann. das ist eigentlich Speed mit ein bisschen MDMA. Ja, genau. Ja. Und ja, wir haben uns geschworen, das machen nur wir zusammen, ich, mein Bro halt. Was jetzt? Ecstasy nehmen und zu so kuscheln, Ja, oder? genau. Genau. Mit dem Kuscheln, das war bei euch verabredet. Das habt ihr Nee, toleriert. nee, 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 nee. Wir haben es immer gemacht, es komme, was kommt. Aber no homo natürlich. Nein, 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 nee, das will ich gar nicht hin, aber. Ach, wir weiter. Gut, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Okay. Ja. Und wir haben uns geschworen, alle 2 Monate das zu machen, Ja. damit wir Pausen, halt das Gehirn sich erholt. Ja. Und ja, das haben wir dann alle 2 Monate gemacht. Und ja, dann wollten wir halt was man öfter machen kann. Und dann haben wir mal Speed probiert. Weil da muss man nicht so lange warten. Wir waren irgendwie total geil auf das, Auf die auf Appas. so, genau, auf die Uppers. Ja. Genau, und dann haben wir Speed probiert. Ich habe rumgefragt, wie das so ist. Manche sagen, ja, du bist schwach und redest, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Und dann haben wir gerade für uns beide das erste Mal 2 Gramm geholt. Ist Sehr, sehr, schon eine Menge für einen Anfang. sehr viel war das. Das haben Ja. wir in 6 Stunden weggehauen. Oh, als Erstkonsumenten. 1 Gramm Oh, pro Person. okay. Okay. Wie war das Ja. so? Also, boah, das war wirklich der geilste Trip überhaupt. Also, was Ziehen anbetrifft. Ja, ja wir waren so drauf. Also, wir haben alle 20, wir haben das nicht gebraucht, ne? Diese ganzen kleinen Lines, die wir immer uns alle 15 Minuten Du reingehauen ziehst haben. ja zum Schluss nur des Ziehens willens. Das war beim Koks so. Ah, so ein Aber beim Koks. Speed nicht. Wir hatten keinen Abklatsch. Wir waren immer voll drauf. Aber wir hatten Bock, dieses Brennen zu Ja, spüren. ja, ja. Also. Dieses Reinfahren in die Nase. Scheiße, Genau. da wärst du komplett auf Crystal kleben geblieben, Alter. Ja, nee, Wenn du auf das bei keinen Fall. Speed schon gefeiert hast, das ist ja beim Crystal nochmal mal 20, dieser Schmerz in der Nase. Ja. Ja. Boah. Also manchmal war es bei mir so, wenn ich mir links was reingezogen habe, habe ich rechts Nasenbluten bekommen. Krass. Und dieses Reinfahren, dieses Crystal, ich weiß ja, was du meinst. Ja. Das ist ja so schon der erste Impuls im Körper, jetzt geht's gleich los. Ja, das ist beim Kokain bei mir so gewesen, nicht Speed. Na gut, Man weiter.
macht das Zeug schon klein und ist schon drauf. Hast schon schweißige Hände. Du bist ja, schon, ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, ich kenne das. Ja. Eigentlich, und danke, das will ich kurz noch sagen, dass das sind ja solche Insider-Bilder, die keiner verstehen kann, der es nicht genommen hat. Ja. Bleib mal kurz beim Koks. Wenn du Koks, also Koks ist ja die allerletzte Scheißdroge, muss man ja sagen. Ja. Ja? Wie gierig du bist, wie du da in diesem Tunnelblick bist. Du hast es in der Tasche. Du gehst jetzt schnell zu einem Kumpel nach Hause, weil du es gleich eine legen willst. Du bist schon komplett on. Du bist schon komplett drauf. Und dann, wenn du es dir aufschmierst und dir die Line reinziehst, dann ist es fast wie so eine Erholung so. Oh, fast wie ein Kopfrauchen. Ja. Weil dann hast du es drin. Alles. Bitte? Und dann 10 Minuten später legst du die nächste Line. Ja, genau. Anfangs geht's noch. Das sind jede halbe Stunde bis Stunde, wenn es Gutes ist. Ja. Aber so, wenn man so um 8 anfängt und das ist schon 4 Uhr, 3 Uhr, dann ziehst du einfach nur noch, dass kein Abklatsch hast. Nee, du willst einfach nicht runterkommen. Ja, genau. Du willst einfach. Und also, oh, Buddy, also ich musste sagen, wirklich. Ich habe viele, viele Jahre Koks gezogen, also jetzt nicht mit einer krassen Regelmäßigkeit, weil dafür war es einfach zu teuer und auch die Qualität war jetzt in dem Zeitraum, wo ich hier das konsumiert hatte und in unserem Landstrich einfach nicht gegeben, muss man sagen. Aber es ist, ich hatte so viele einsame Stunden früh in meiner Wohnung allein mit Koks. Ja, ich bei mir auch. Verstehst du, was ich meine? Ja, das zieht einen wirklich richtig runter. Du bist komplett das Opfer. Ja, genau. Du hängst vorm Fernseher, vorm Rechner mit irgendwelchen Pornoseiten vielleicht offen, ziehst dir die Lines rein und es passiert nichts. Du bist das komplette Opfer, was sich Lines reinzieht und vielleicht gleich einen Herzinfarkt bekommt und es ist dir scheißegal. Ja, Pornos habe ich nicht geguckt. Das hast du nie, das hat dich nie getriggert, auch auf Pep und... Nein, okay, krass. Nee. Chemsex war, habe ich 2 oder 3 Mal versucht auf Koks. Ich bin einfach so in meinem Ego-Film, dass ich da einfach keinen hochkriege. Also nur kurz und dann... Na, ich sag mal, wenn du es hingekriegt hast, einen hochzukriegen, dann steht er halt für ein paar Stunden. Aber wenn man zu viel zieht, wird das auch nichts. Dann kriegt man ja eigentlich so einen Schrumpelpenis. Ja, ja, das wird dann immer kleiner die ganze Feuchtigkeit ist raus. Weißt du, was ich meine? Das ist so vertraut. Ach Gott, was erzählen? Wir haben das immer Peterpimmel genannt. Peterpimmel? Genau, Peterpimmel. Warum? Wenn man Pep oder so gezogen hat, dann zieht er sich so richtig auf 1-2 Zentimeter zusammen. Warum Peterpimmel? Einfach, weil es bei Pep am krassesten war. Ah, nee, sagst du Pep-Pimmel oder Peter-Pimmel? Peter-Pimmel. Wir nennen auch Pep-Peter. War ich nicht? Nee. Nicht jetzt? Nee. Ich dachte, das wäre überall so. Also Peter mit P-E-T-A. Ja, Peter. Peter, habe ich noch nie gehört. Also wir sagen Speed oder Pep. Ja, wir auch, aber Peter hat man auch, krass, dass das nur bei uns in der Gegend war. Habe ich noch nie gehört. Peter. Aber okay. Ja, deswegen haben Peter-Pimmel, okay. Nö, gut, der Streamer ist nicht mehr monetarisiert. Ja, krank, ja. Peter-Pimmel, genau. Wie krass ist das alles? Es ist ja furchtbar. Gut. Ich will gerade. Beim Koks. Bitte? Ja. Beim Koks war mal stehen geblieben, glaube ich, ja. Oder? Ja, ich bin nur gerade dabei, wie ich den Stream nenne. Also, Peter-Pimmel ist ja auch nicht schlecht. Ja. Weißt du? Okay. Nee, beim Koks warst du nicht, sondern du hast gesagt, ihr hattet Ecstasy und ihr hattet dann Speed probiert. Ja, genau. Ja. Genau, wie ging es dann weiter? Ah, genau, beim Speed, der Abklatsch, der war grauenhaft, vor allem bei meinem Kollegen. Den kannst du dir bei Meth mal 20 vorstellen. Ja, das kann ich mir denken. Aber man hatte nicht diese Paranoia wie auf Koks. Man war einfach so fertig, man wollte schlafen, konnte es aber nicht. Ja, ja, du bist körperlich komplett im Eimer. Oh Gott, ich kenne das alles. Ja. Du bist körperlich komplett im Eimer. Du weißt, bei mir war es immer so, du musst früh um 4 auf Arbeit sein, du willst einfach nur mal 4 Stunden pennen und es geht nicht. Ja. Es geht nicht. Die Füße waren taub, also die hat man gar nicht gespürt mehr so. Oder kalte Gliedmaßen. Kalt, ja, so wie abgestorben. Nee, das ist der Kreislauf, der schon völlig runter ist. Ja, ja.
Und dann ist auf einmal alles scheiße. Ja, klar, weil die ganzen Endorphine und Dopamine ist ja alles leer. Ja. Dann kommst du so in so eine Amphetdepression rein. Genau. 2 Tage nicht geschlafen und halt, man konnte nichts essen. Nee, Also, klar. Also, egal was man gegessen hat, das hat sich angefühlt, als würde man Rasierklingen schlucken. das ist ja auch so gewesen. Ich meine, zu unseren Messzeiten habe ich mindestens 20 Kilo weniger gewogen. Ja, und ich hatte immer schon, das habe ich auch schon oft erzählt, ein Problem mit Übergewicht. Also, was heißt Übergewicht? Aber ich war nie der Schlankeste. Ja, und habe natürlich wie jeder so ein Idealbild von einem selbst. Ja, und wenn ich halt eine Woche Mess gezogen hatte, hey, dann sah ich so aus, wie ich immer aussehen wollte. Ja, dann habe ich Wangenknochen gehabt. Dann war, wow, dann war der Bauch auch weg. Und es, ja, das ist auf Koks und Pep ja ähnlich. Du kriegst ja nicht mal einen Apfel und eine Banane hinter. Da, bei Koks esse ich gern Bananen. Bei Koks isst du gern Bananen. Nicht gern, aber Das geht. ich finde es unerträglich, wenn man nichts im Magen nach einer Zeit hat. Ja. Und bei Pep nicht. Aber bei Koks geht die Banane, weil die Banane, die ist ein bisschen matschig so Ja, und und rutscht schnell runter. ja, schmecken tut es auch nicht eklig, aber auch Ja. nicht gut. So mitten, also man hat keinen Appetit, Fällt sagen wir mir gerade so. ein, ich glaube, das hatte Chiara mal gesagt. Weißt du, wie das manche nennen, wenn das Koks so in den Rachen hinten runterläuft? Wie nennen die das? Rutsche. Rutsche, ja, das stimmt, das stimmt. Das kann man. Also ich habe ja schon Wörter auf dem Kanal gehört, oder zum Beispiel, wenn so ein bisschen Koks am Nasenloch klebt, weißt du, wie das heißt? Ich, Krone war das? Nee, Nee. nee, Frankfurter Kranz. Frankfurt, ja, stimmt. Habe ich auch gehört, Frankfurter Kranz, Rutsche und Peterpimmel. Wow. ja. Geil. Ja. Na gut, mein Lieber. So, wir sind in der letzten Viertelstunde. Ich denke, Doch es, schon. ja, es geht Was? ratzifatzi. Mit dir geht schnell die Zeit um. Ja, danke. Ich denke, könnte man sicher noch einen zweiten Stream machen. Machen wir Ja, vielleicht auch, gerne. ja. Darum sage ich mal, nimm dir mal die letzte Viertelstunde Zeit und ja, runde mal die Story ab oder sag, wann ging es jetzt weiter. Irgendwie so. Nur, dass du eine kleine Zeitfenster hast. Genau, ja, Ne, du wir willst jetzt waren. eigentlich erstmal vom Pep zum Koks kommen. Genau, ja, das war dann das nächste Problem, weil wir nach dem Pep haben wir gedacht, ne, wir brauchen was, wo man nicht diesen langen Abklatsch hat. Ja. Und dann sind wir auf Koks gestoßen. Das weiß ich noch, 100 € für ein Gramm haben wir Ja, gezahlt. ich kenne solche Preise auch noch. Komplett Ja. krass. Damals Und noch das war 200 Mark dann für nicht mehr totalen Dreck, gut. ey. Wahnsinn. Okay, erzähl weiter. Ja, das haben wir dann gezogen und ja, das war nicht so krass Du, wie. das beim ersten Mal Koks habe ich nichts gespürt. Ja. Weil ich überhaupt nicht Genauso. einschätzen konnte, was soll jetzt passieren. Ja, Ja. man hat halt diesen Pep-Kick, den kennt man. Dann Genau. ziehst du Koks und denkst dir, ja, und jetzt? Was Was passiert eigentlich jetzt? ist da besonders beim Ja, genau. Teufelskreis? Genau. Ja, dann haben wir das immer wieder und dann sind wir auf einer anderen Quelle mit besserem und dann bin ich total drauf kleben geblieben. Jedes Wochenende, Auf 2 Tage, Koks. also bitte? Auf Koks. Ja, genau. Das hat mich irgendwann mal so abgeräumt, dieser Laberflash, so, da man ist am nächsten Tag relativ fit, aber ja, man ist nicht richtig fit, aber Es auch geht nicht noch. verkatert. Ja, genau, es geht noch. Also man konnte weiterziehen am nächsten. Ja, das war das Du konntest, Faszinierende. anders gesagt, du konntest ein bisschen pennen und konntest Genau. dann weiterziehen. Das ging auf Pep nämlich Genau. nicht. Ja, das ging nicht. Das tut. Ja, genau. Nach dem Pennen hatte man erstmal keinen Bock auf das gehabt, auf Pep. Naja, aber geht natürlich gut ins Geld, hm? Ajo, jedes Wochenende. Also ich habe mir immer, was habe ich mir geholt? Als ich allein angefangen habe, waren es dann immer so 1,5 Gramm. 0,75 freitags oder nee, 0,6 freitags und der Rest 0,9 samstags. Ja, der Punkt ist, ich finde, ich denke, das kommt bei dir auch. Es geht relativ schnell auf Koks, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Ja, genau. Die erste Zeit, das ist noch cool, mit Buddies abzuhängen und sich ein bisschen zu besaufen Ja. auf Koks. Aber bei mir war es so, es ging relativ schnell, dass du dir eigentlich den Stuff alleine geholt hast, dich zu Hause eingeschlossen hast
und die Lines weggezogen ohne Sinn und Verstand. Genau, ja. Das ist der Teufel. Das ist wirklich der Teufel, das Zeug. Und das Schlimme ist halt, dass man man kann darauf voll leicht rückfällig werden, weil man das sich immer so im Hinterkopf hat. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß doch, was du meinst. Ich weiß doch, was du Ja. meinst. Bei mir war es eigentlich, pass auf, bei mir war es eigentlich zum Schluss so, dass es letzten Endes beim Koks nur um die ersten 10 Minuten ging. Ja. Die ersten 10 Minuten, die erste Line, die du ziehst, Ja. ist die Ja. geilste der ganzen Session. Die 90%, die Genau. danach kommen, kannst du Ja. wegschmeißen. Kannst du eigentlich lassen. Ich bin gern duschen gegangen. Ja, Nach der ich ersten bin oft Line. duschen gegangen, um runterzukommen ein bisschen, wenn ich zu viel gezogen Ja. hatte. Ja, mit kaltem Ja, Wasser. genau, Ja. denn, weil du kriegst ja auch irgendwie Panik manchmal. Ja. Oder ich finde, frische Luft ist wichtig. Ja, aber letztendlich ist doch total dumm. Ja. Weil Also. als in der Wohnung richtig durchgedreht, hin und her Ja, gelaufen ja. und dann, ja. Naja, dir schießen 1000 Sachen durch den Kopf, du Ja. würdest gern rausgehen, läufst aber seit 2 Stunden im Kreis im Wohnzimmer rum. Genau, ja. Irre, furchtbar, Und eklig. was ist daran geil, fragt man sich. Was ist daran geil, dass man das wieder macht? Und Nichts, wieder. nichts. Ja. Nichts ist daran geil, es ist die komplette Verarsche. Genau. Du bezahlst Der einen Haufen Teufel. Kohle. Ich sag's Ja. mal anders, pass mal auf. Wenn du ein Boss von einem mexikanischen Kartell wärst. Und du würdest in deiner fetten Hacienda sitzen. Und es wären 20. Bist du noch da? Ja, ich Ja, bin da. du stellst dir gerade vor. 20, hast 20 Freundinnen dort. Du feierst gerade eine Party, eine fette Band spielt. Dann könnte, denke ich mir, Koks passen. Ja, Verstehst du, was ich definitiv. meine? Aber scheiße, Mann, ich war Sebastian aus Sachsen-Anhalt oder der in Leipzig wohnte in einer Dachwohnung für 300 Mark. Der eine Kartelldroge zog, die überhaupt nicht zu meinem Lifestyle passte. Ja, genau. Weißt du, Das ist eigentlich die Droge der das ist eine Reichen, ne? Schickeria-Droge, natürlich. Weil so auf so Ja. einer Droge kannst du eigentlich nur fette Partys machen. Ja, Ja. wo richtig Geld rausschießen, alles Mögliche, aber ja, sind wir halt nicht. Es wäre immer mein Traum gewesen. Der Butler kommt mit einem ganzen silbernen Tablett, wo die Laien schon fertig sind und gibt das einmal rum. Ich kann mir auch Dieses. vorstellen, wenn du zum Beispiel zur Oscarverleihung gehst oder zu so einem fetten Ball, weißt du, und du ziehst ja allein ein gutes Koks rein, was auch wirklich gut ist, ohne Streckung und so ein Scheiß, dann wird das bestimmt auch ein fancy Abend. Ja. Ja? Aber so wie wir hier in irgendeiner Neubaubude hocken in Ostdeutschland oder du in Rheinland-Pfalz und hier auf Babo machen, ja, Oh, ist es halt traurig. nicht. Ja, das kam mir immer so. Oh Das Mann. habe ich nämlich in meiner Biografie, an der ich immer noch schreibe, habe ich das auch als Bild so gebraucht. Wisst ihr, wir haben damals Koks gezogen und saßen halt in Weißenfels, Sachsen-Anhalt, einer Kleinstadt und ja, und weiter. Ja, war eine Sackgasse. Na gut. Ja. Jetzt bin ich da voll drin. Jetzt bist du da voll drin, genau. Ich würde, pass Genau. mal auf, wir können es doch so machen. Wir könnten heute erstmal bei diesen Koks-Eskapaden, wo jetzt Kokain massiv in dein Leben gekommen ist, erstmal pausieren. Ja. Ja? Und dann machen wir uns einfach jetzt noch einen neuen Termin aus für Mai, da sind wir nämlich schon. Und dann geht es in deiner Story weiter. Weiter. Genau. Ich habe sehr viel zu erzählen. Oh, vor allem noch Glücksspiel. Oh, Da sehr gut. das Ich bin gesperrt aktuell. Oh, wow, das ist auch massiv interessant, Alter. Ja, Müssen wir drüber reden. Was also heißt, du bist gesperrt? ich habe mich selbst sperren lassen, weil das nicht mehr unter Kontrolle war. Auf welchen Substanzen hast du Glücksspiel gemacht? Alkohol. 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 Nie nüchtern, nie nüchtern. Ja. Sobald ich alleine was getrunken habe oder so, ab direkt 10 Meter weiter ist die Spielo. Bei mir. Oh, ist auch krass, Alter. Ja. Oh, da müssen wir im nächsten Stream drüber reden. Das mach mal. Das ist krass, das Thema. Das ist nicht so bekannt bei dir auf dem Kanal, ne? Ich hatte schon mal einen Stream mit, wie hieß er? Warte. Tobias. Ein sehr bekannter Aussteiger aus der Glücksspielsucht.
Weil da habe ich noch nichts. Doch, Da würde doch, ich doch, doch, doch. heute Abend mir das mal Warte mal. reinziehen. Wie hieß der Tobias? Der hieß doch nicht Tobias. Warte mal. Wie hieß der denn? Der hat auch eine Bild-TV-Doku. Tobias Blümel hieß der. Tobias Blümel. Kann ich dir nachher mal ein Ding schicken? Ja. Tobias Blümel. Sportwetten-Doku verzockt, Tobias Blümel, genau. Ah, Sportwetten, genau, Genau, Sportwetten. Sportwetten hat er gemacht. War auch bei mir ein Problem. Ja, Tobias Blümel geht damit sehr, sehr, also ich habe es gerade eingegeben, Tobias Blümel, da kommt gleiche Welt. Die voll kenne ich. Bild, genau. Ach, die Folge kennst du von mir? Ja, Okay, Sportwetten. Ich Sportwetten, war gerade genau. bei Automaten und Nee, allem. nee, Sportwetten, genau. Ja, war jetzt auch nicht so der harmonisch zu streamen, aber es ist schon eine Weile her. 2, 3 Jahre, glaube ich. Naja, alright. Mein Lieber, wie hat's dir denn gefallen? Sehr gut. Ja? Hat mich mal gefreut, dich in echt zu hören Ja. am Telefon. Ist ganz anders wie auf dem Fernseher. Erzähl mal, wie denn? Was ist der Unterschied? Ich habe das Handy einfach direkt am Ja, Ohr. ja. Es ist nicht diese Und Distanz da. ja, genau. Ich höre es nämlich immer auf dem Fernseher. Nicht auf Ja. Spotify, sondern auf dem Ach, Fernseher. du lässt die YouTube-Videos durchlaufen. Genau, die Streams, Ah, die ja. Streams, cool. Das sind ja alle, oder sind auf Spotify mehr? Nee, es müsste 1:1 sein. Ah ja, Ja, okay. genau. Ja, weil ich mag es auch teilweise, dich zu sehen. Freue ich mich, ich sehe mich ja auch Ja. ständig, ja, wenn ich einen Stream mache. Ja. Da sehe ich ja auch nur mich und die anderen Leute sehe ich ja auch nicht. Ja, Ja. also mein Gesicht mag ich auch. Sonst würde ich Ja. da nicht immer hinschauen. Genau. Alright, mein Lieber, pass auf, dann machen wir das so. Willst du noch ein paar Props raushauen, ein paar Grüße, irgendwie was? Grüße? Wiss nicht. Musst du nicht. Kannst die Community grüßen. Ich Genau, grüße alright. Okay, mein Lieber, dann bleibst du noch kurz in der Leitung und wir machen uns dann einen neuen Termin aus. Und meine Lieben, wir sehen uns. Ja, muss ich mal schauen. Ich versuche Montag was reinzukriegen und Dienstag. Schauen wir mal, ja. Alright, meine Lieben, dann habt noch einen schönen Samstagabend. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Vielen Dank für den Support und die vielen Spenden. Das ist echt mega. Peace out.